Einen schönen guten Morgen, liebe Kunden, liebe Partner, liebes Projektteam und liebe Mitarbeiter. Ich möchte Sie begrüßen im Namen der Corenta. Mein Name ist Christian Schau-Werner. Ich bin Leiter Operation Standortleistung der Corenta und verantworte das Infrastrukturgeschäft an diesem Standort. Mit meinem Team bewirtschaften wir alles, was im Campark so bewegt werden muss, durch unsere Kanäle, Straßen, Kläranlagen, Wasserversorgung, Stromverteilungsnetze, Rohrbrückenverteilnetze, also all das, was die Lebensadern unseres Campparks ausmacht, ist das, was wir ja als Betreiber verantworten. Und in dem Namen lade ich Sie herzlich ein, mit uns gemeinsam einen wichtigen Meilenstein zu feiern, denn wir feiern heute den Spatenstich für ein Investitionsprojekt am Campark Leverkusen, was die Zukunft und die Versorgungssicherheit des Campparks sichert und eine Basis für die Produktionssicherheit unserer Kunden bieten soll. Aber bevor ich den feierlichen Akt hier beginne und zu Ihnen auch ein paar feierliche Worte spreche, müssen wir was Wichtiges zuerst machen. Ich bitte den Projektleiter, Herrn Schendeck, mal zu mir an die Seite, denn wir müssen ein paar Sicherheitseinweisungen geben, damit wir alle hier diesen Tag gemeinsam sicher und zuverlässig zu Ende bringen. Und insofern, Herr Schendeck, wo sind Sie? Da sind Sie. Bitte schön. Ja. Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Vielen Dank für die einleitenden Worte, Herr Dr. Schau-Werner. Ein paar Informationen im Vorfeld. Wir befinden uns hier auf dem Containerdorf. Zur Projektbaustelle gegenüber finden wir die Projektbaustelle CS108, ein Schalthaus hiervon aus dem Projekt. Wir haben heute auf dem Baufeld geminderte Sicherheitsbestimmungen, das heißt, wir haben im Baufeld selber einen bestimmten Bereich abgeschrankt, sichtbar durch die rot-weißen Ketten. In dem Bereich werden wir uns gleich im nördlichen Bereich aufhalten, wenn wir das Foto zum Spatenstich durchführen werden. Deshalb würde ich Sie gerne einfach nur mitten im Innenbereich bleiben, auch den ausreichenden Abstand zur Baugrube halten, der dann dort auch entsprechend durch diese rot-weißen Ketten abgeschrankt ist. Wenn wir gleich rübergehen, bitte auch zusammen in einer Gruppe. Wir haben hier die Straße 2, die partiell stark befahrbar ist. Unser Projektmitarbeiter und Sicherheitsinstruktor Schmitz, wo ist er? Da, und die Frau Mefert, die werden uns rüber nutzen, damit wir sicher rüberkommen. Hier selber auf dem Containerdorf, wenn es mal tatsächlich im Champark hier im Teil flittert, einen externen Alarm, einen theoretischen externen Alarm geben sollte. Herr Schmitz ist mit der Netzleitstelle von uns verbunden. Er wird angerufen, wenn das irgendein Vorfall geben sollte. Dann würde ich Sie einfach bitten, Herrn Schmitz zu folgen, beziehungsweise den Sammelräumen, die Sammelräume aufzusuchen, die bei uns in den Besprechungsräumen der Curenta und der ABB sich befinden. Genau. Wie Sie sehen, es werden einige Fotos gemacht. Wir haben noch einen Aushang an den Pfeilern von den Zellaufgaben. Eine kurze Information hierzu. Ausreichende Getränke sind da, es ist warm, trinken Sie viel ausreichend. Die sanitären Einrichtungen finden Sie bei uns im Curenta Projektbüro. Zugang ist durch den letzten Container. Ich denke, von meiner Seite aus habe ich erstmal alles gesagt. Bauhelme können Sie sich vorne abholen. Wenn wir dann über Richtung Baufeld gehen, finden Sie es hier im Ausgang. Das von meiner Seite aus, Herr Dr. Schau-Werner. Dankeschön, Herr Schau-Werner. Ja. Ja, fühlen Sie sich sicher, frei, können Sie sich hier bewegen und wenden Sie, halten sich bitte an das, was Herr Schau-Werner gerade mitgegeben hat. Investitionen an den Standort Leverkusen, 17,5 Millionen Euro in moderne und flexible Stromversorgungsanlagen hier am Standort. Das ist für uns ein Meilenstein für eine sichere und zuverlässige Versorgung des Standorts mit Strom. Eine Tradition, die wir fortführen, auf der wir aufsetzen. Strom kommt bei uns im Campark nicht einfach nur aus der Steckdose, wie man das langläufig so sagen würde. Strom ist Rohstoff an unseren Standorten. Strom ist das Lebenselixier der Produktionsanlagen, hier alles unter Spannung zu halten. Ich gebe Ihnen mal ein paar Kennzahlen. 6,2 Terawattstunden, also 6,2 Milliarden Kilowattstunden Strom verbrauchen wir hier an unserem Campark, an unseren Camparks. 900 MVA elektrische Anschlussleistung an allen drei Standorten zusammen. Mehr als 10.000 Betriebsmittel, die meist versteckt unter der Erde oder in Schaltanlagen hinter verschlossenen Türen sicherstellen, dass Spannung an jeder Stelle rund um die Uhr ist. Das sind beeindruckende Zahlen für einen Camper, das sind beeindruckende Zahlen
für einen Ingenieur, wenn ich auf das Thema Scholz gucke und auf die Kollegen gucke, die das hier alles verantworten. Das sind aber auch für unsere Gesellschaft und für unsere Nachbarschaft beeindruckende Zahlen. Das sind Stromverbräuche, die die Stadt Köln und Düsseldorf gemeinsam haben. Das ist das, was wir am Kennpark für die Produktion in die wertvollen, modernen Produkte jedes Jahr investieren und den Strom bereitstellen. Darauf kann man stolz sein. Mit dieser Investition begleiten wir das Wachstum des Kennparks Leverkusen intensiv. Der Kennpark Leverkusen hat ein sehr erfolgreiches Jahr 2018 hinter sich gebracht. Wir haben in Summe, wir, unsere Kunden, unsere Partner, Bayer und alle, die dazugehören, insgesamt 820 Millionen Euro im letzten Jahr investiert in diesen Standort, in neue Produktionsanlagen, in Infrastrukturen, in Technologien. 32.000 Mitarbeiter, die jeden Tag hier dieses Werk in Leverkusen betreten, mit ihrer Kompetenz das Geschäft hier verantworten, die sicherstellen, dass die Produktion hier nach vorne geht und die sicherstellen, dass am Ende des Tages alle unsere Prozesse sicher behandelt werden. Das ist ein wesentlicher Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Region, der Region Leverkusen, der Region Nordrhein-Westfalen, des Standorts Deutschland. Ich glaube, da können wir alle samt, wie wir hier sind, alle die, die dieses Projekt hier heute möglich gemacht haben, stolz drauf sein. Eine Infrastruktur eines solchen Campers muss solche Wachstumsideen unserer Kunden begleiten. Bayer investiert an diesem Standort, Lanxess investiert an diesem Standort, Covestro. Wir haben starke Partner, die diesen Standort stark machen und wir als Infrastrukturbetreiber müssen im richtigen Zeitpunkt frühzeitig mit unseren Investitionen dabei sein. Mit der Investition hier an den Standort Flittert in zuverlässige Infrastrukturen sind wir das Fundament der Leistung zu operate unserer Kunden hier am Standort. Und das werden wir mit diesem Spatenstich, den wir heute gemeinsam hier tätigen, unterstreichen und die Wichtigkeit für unseren Standort klar machen. Wir erneuern damit das Rückgrat der Stromversorgung im Werksteil Flittert. Insgesamt 5 Mittelspannungsschaltanlagen, die wir hier ersetzen durch moderne CKV-Schaltanlagen, die über unseren Partner ABB, der im Wettbewerb hier das Rennen gemacht hat, dem ich gleich das Wort übergeben möchte, werden wir dieses Projekt gemeinsam machen und diese Innovation und diese Erneuerung hier am Standort Leverkusen gemeinsam bewältigen. Auf der Basis ist die Zukunft der Stromversorgung für den Standort Flittert, für alle unsere Kunden gesichert. Und auf der Basis können wir ja, das hohe Niveau an Versorgungszuverlässigkeit und Produktionssicherheit weiterhin gewährleisten. Ich möchte nicht weiter lange reden. Es ist heiß und wir wollen ja auch gemeinsam einen Spatenstich begehen. Ich gucke mal in die Runde, gucke mal die beteiligten Leute hier, gucke mal an unsere Partner, an das Projektteam. Es stehen spannende 4 Jahre vor uns. 4 Jahre werden es werden und das müssen wir uns vor Augen führen. Denn wir haben jetzt zunächst mal die Bauphase, wo die neuen Schaltanlagen an den Grundstücken, die wir hier gerade gesehen haben, entstehen werden. Wir werden die Kabelverlegung machen, wir werden die Anlagen in die Infrastruktur einbinden. Das ist eine Operation am offenen Herzen, das muss uns klar sein, denn wir können den Kennpark ja nicht einfach abschalten. Dafür sind wir ausgebildet, dafür sind wir da, das kriegen wir gemeinsam sicher und zuverlässig hin. Das bedeutet aber auch höchste Konzentration in den nächsten 4 Jahren, in der Phase der Bauzeit und in der Phase der Umlegung. Darauf möchten wir heute kurz uns besinnen und darauf möchten wir uns heute konzentrieren. Deswegen freue ich mich sehr, dass das ganze Projektteam zu großen Teilen heute anwesend sind. Und ich gucke in Ihre Augen und sage Ihnen mal aus meiner Sicht viel Erfolg bei diesem Projekt. Vor allem lassen Sie uns das Thema in Ruhe und mit Bedacht und mit Sicherheit angehen, weil das Allerwichtigste an diesem Projekt ist, dass Sie alle, die hier Verantwortung tragen, die hier dieses Projekt jeden Tag nach vorne treiben, sicher abends nach Hause kommen und dass wir in 4 Jahren auf uns gucken können und den Standort stabil für die Zukunft, für die nächsten 50 Jahre aufgestellt haben, aber gleichzeitig Sie alle hier immer sicher und zuverlässig wieder nach Hause gekommen sind. Das ist das Allerwichtigste und deswegen bin ich auch so froh, dass wir hier an der Stelle mal eine kleine Besinnungspause machen, so einen Haltestein an so einem wesentlichen Haltepunkt machen, wo wir sagen, lass uns jetzt mal konzentrieren, lass uns nach hinten blicken und Danke sagen für den Erfolg, den wir bisher schon erreicht haben und lass uns nach vorne blicken und den Mut und die Kraft und die Ruhe finden, dass wir das Projekt erfolgreich ohne weitere Ereignisse ins Ziel bringen. Ich möchte jetzt das Wort an unseren Partner ABB geben, der mit seiner innovativen Technologie hier den Standort weiterentwickelt. Herr Krumme, ich gebe Ihnen das Wort weiter. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Jordana, auch für die freundlichen Worte und auch dafür, dass Sie natürlich die Latte bezogen auf die Erwartungen und die Wichtigkeit dieser Anlage hier entsprechend hochgelegt haben. Es ist natürlich so, wir haben uns als ABB seit Monaten, eigentlich schon
fast 2 Jahre auf diesen Tag gefreut. Wir haben uns irgendwie ganz am Anfang mal gehofft, dass wir vielleicht zum Zuge kommen, und dann konkretisierte sich die ganze Sache, und ja, heute stehen wir hier und sind sehr, sehr glücklich, dass wir mit Ihnen gemeinsam diesen Tag begehen können. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Ralf Krumm. Ich bin für das Verteilnetzgeschäft der ABB in Deutschland verantwortlich und mit meinem Team zusammen versuchen wir jeden Tag erfolgreich Stromverteilungslösungen für unsere Kunden anzubieten und erfolgreich zu absolvieren und umzusetzen. Ja, wir haben insgesamt fast 2 Jahre, also auf jeden Fall mehr als 18 Monate, gemeinsam uns auf diesen Tag und auf das Projekt vorbereitet. Anfang 2018, erinnere ich mich, hatten wir eine Ortsbegehung eines Schalthauses, das wir gebaut haben vor einiger Zeit, anhand dessen sich die Currenta namentlich mit Küter und seinem Team einen Eindruck über die AWB-Fähigkeiten und zum Bau derartig wichtiger zentrale Anlagen verschaffen wollte. Wir haben da von Ihrer Seite, seitens Currenta, sehr konzentrierte, ausgesprochen professionelle und kompetente Partner gefunden. Uns hat besonders auch die sehr interessierte und offene Bereitschaft, über die Inhalte zu sprechen, gefallen. Das hat uns extrem motiviert, und wir wissen, das ist ein sehr anspruchsvolles Projekt, aber es hat uns auch sehr motiviert, weil wir einfach einen guten Start zueinander auch gefunden haben, was letztlich in so einem Projektgeschäft auch sehr wichtig ist. Weil im Laufe des Projektes wird es immer mal Stellen geben, wo man miteinander sprechen muss, wo vielleicht das eine oder andere nicht 100,0, sondern nur 99,9% ist und oder vielleicht einen Tag länger dauert. Und solche Herausforderungen, die ganz normal sind in diesem Geschäft, lassen sich natürlich wesentlich einfacher bewältigen, wenn man auch ein gutes Verhältnis von der Chemie, wie man so schön sagt, zueinander entwickelt hat. Und das ist aus meiner Sicht der Fall. Ja, wir haben unsere Geschäftseinheit modulare Systeme, so heißt sie, unter der Leitung von Herrn Wetschkeit, der hier unter uns weilt, in den vergangenen 7 Jahren aufgebaut, auch erstmal zunächst um die Mittelspannungsschaltanlage herum. Also es war letztlich am Anfang eine Mittelspannungsschaltanlage mit Montage und vielleicht noch einer Verkabelung. Und jetzt und haben dann, wie wir das heute so bei uns ausdrücken, entlang einer Lernkurve anspruchsvollere, komplexere Projekte in Angriff genommen und ja, auch schon andere Schalthäuser gebaut. Und es ist aber unumstritten, und das haben wir auch von Anfang an deutlich gemacht, dieses Projekt ist auch für uns ein Meilenstein, weil es das unser bisher größtes Projekt in diesem Bereich darstellt. Dadurch haben wir natürlich auch die erfahrensten Mitarbeiter in diesem Projekt betraut und sind sehr motiviert, auch vom Management her, hier das ganze Projekt zeitnah zu begleiten, auch im Falle von irgendwelchen Dingen, die wir einsteuern müssen, sofort auch zu agieren, um hier einen sehr guten Job anzuliefern. Davon sind wir auch überzeugt, dass wir das können, weil wir haben hier nichts in Auftrag genommen, was wir nicht können. Es ist einfach nur von der Größe des Projektes her für uns auch eine neue Herausforderung. Die ABB ist ja vielen bekannt, wir sind ein Elektropionier, das Unternehmen ist über 100 Jahre alt, ganz wesentlich an der Elektrifizierung Mitteleuropas beteiligt, an verschiedenen Standorten aus der Schweiz ausgehen, in Deutschland, in Schweden und dann natürlich auch in vielen anderen Ländern. Aber im täglichen Business ist es immer so, dass es nicht darauf ankommt, was man vor 100 Jahren gemacht hat, sondern das, was man heute macht und was wir heute verkörpern. Und da arbeiten viele, viele Menschen dran. Wir haben sicherlich sehr gute Produkte, aber am Ende des Tages müssen wir hier keine Produkte hinstellen, sondern eine funktionsfähige Anlage. Und das ist die Herausforderung, der wir uns stellen. Ja, um das zusammenzufassen, wir möchten uns nochmal ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Das ist für uns eine hohe Motivation und wünschen uns allen einen erfolgreichen Projektverlauf. Also, gute Zusammenarbeit. Das wird ein gutes Projekt, da bin ich mir sicher, und da werden wir alle stolz sein, wenn wir auch zurückblicken. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir zum offiziellen Akt des Spatenstichs, wenn ich das so sehe. Wie geht's weiter, Herr Schindler? Gehen wir direkt rüber? Wir sammeln uns hier draußen, jeder greift sich die Hände und sammelt die hier rüber und das treffen wir. Okay. So. Okay, nochmal bitte alle zu mir schauen, ein bisschen strahlen, Körperspannung, genau. Okay, klasse.
Okay. Gut. So. Kann man die Schippe auch rausholen? Da? Ja, nur zu vier. Ja, es sind ja sechs. Ja, ruhig mal ein bisschen damit schütteln. Ja, nochmal rausholen. Wir haben das Ganze jetzt per Video, also Sie müssen wirklich arbeiten, ne? So, jetzt mal wirklich mal hochheben und fallen lassen den Sand. Das ist jetzt auf Video. Ja, Teamwork, Leute!